Als das letzte Mal hier waren, sah es so aus, als ob der Trail verschwinden würde. Aber noch ist er da. Sogar mal ein bisschen freigeschnitten. Mal gucken, ob das Ende wieder frei ist. Das letzte Mal, das war auch Sommer, mit hochgeschossenem Fahren, unter dem der Weg verschwunden war hier am Ende. Ja, und er folgt auch konsequent dem Zaun bis um die Ecke. Wir müssen noch ein Stück darauf, bis der Zaun endet. Aber wie es scheint, ist der Weg wieder da. Denn hier sind wir das letzte Mal nicht mehr durchgekommen, weil hier das Gestrüpp hochgewachsen war. Also gute Nachrichten, der Trail ist wieder da. Das war der Trail hier Großhau, wo der Rennweg anfängt. Da geht das rein Richtung Gai. Kaum noch zu sehen, aber Kenner wissen, das ist die Nordostecke Konzession Golzenhoffnung. Gut zu sehen, die eingesunkenen Lichtschächte. Ja, ob ich das Mundloch des Stollens diesmal finde auf Anhieb. Es müsste, ja, denn verdächtigerweise ist im Schiefersiefen da wenig Wasser, aber hier ist noch mehr. Denn das ist nicht die Quelle des Schiefersiefens. Da, wo das Wasser rauskommt, ist praktisch die Decke vom Stollen des Bergbaus Golzenhoffnung, Eisenerz, wurde da vor 180 Jahren abgebaut. Aber da habe ich ein separates Spurensuche-Video dazu gemacht, das könnt ihr euch dann in Ruhe angucken. Ja, da ist der Trail noch schwach zu erkennen, aber hier im Laub verliert sich die Spur jetzt. Geradeaus kommen wir ja zum Schiefersteinbruch. Wir sind jetzt auf der Schieferseite vom Schiefersiefen. Das Eisenerz liegt auf der anderen Seite vom Bach. Aber wir können auch darauf und dann oben an der Hütte vorbei. Alles eingestürzte Pingen. Ich wollte jetzt eigentlich direkt dahin, aber ich vermisse die Hütte. Warum sehe ich die jetzt nicht? Ist sie ein Stück weiter rauf? Da ist schon der Knipp. Das ist der Weg, der an der Hütte vorbei hoch auf den Weg führt. Nee, ich habe mich nicht verirrt. Ich habe mich auch nicht geirrt. Da sind noch ein paar Ziegel. Die haben die Hütte abgerissen. Hier stand die Hütte, wo ich noch das Foto von 1958 rausgekramt hatte. Eine Landmarke weniger. Also die Hütte oben auf dem Leiberg hier existiert nicht mehr. Das Video heißt Philfus fette Plauze Teil 2. Jetzt geht er über Leichen. Da war ich hier oben und habe die Hütte gefilmt und das Foto daneben gesetzt. Der Weg ist schön, der wird immer schmaler und schmaler. Nicht lachen. In gewisser Weise hatte ich recht, da ist der nächste Weg. Da ist der Hochsitz, zu dem das wohl führte. Und hier ist auch der Förster durchgegangen, wie es scheint. Sind wir genau da, wo wir hin wollten. Bisschen rustikaler als erhofft. Wunderbar. Oh, das bleibt so matschig. Nicht nur eine kleine Stelle, der ganze Weg ist matschig. Herrlich, hat sich gelohnt, oben von dem Schotterweg hier runter zu wechseln. Eieiei. Ja, der lohnt sich ja im Moment. Das ist neu. Die Umgehung ist immer noch da, aber mittlerweile hat man so weit zusammengesägt, dass man alternativ sich auch entscheiden kann, ob man lieber die Füße heben will, statt Höhenmeter zu machen. Hab mich gewundert, warum das hier so eine scharfe Schlenker macht. Ja, ist nicht für jedermanns Geschmack. Ich fürchte, der Reisighaufen hat nicht viel genützt. Jetzt ist da an dem schönen alten antiken Tank herumgraffitiert.
worden. Und ich habe den Eindruck, sie sind noch da. Das ist beruhigend, aber ich müsste es mal mit den alten Aufnahmen vergleichen. Ich schätze mal, die haben ein bisschen gelitten, wie die ganze Anlage hier überhaupt. In Schävenhütte ist es so kalt, da fühlen sie sich Eisbären wohl. Klosterruine Schwarzenbruch. Na, wie nass ist die Ecke da unten? Ist ja nicht wirklich berauschend, würde ich sagen. Nee, also das hat man schon mal besser hier. Da hätte ich mir jetzt von der Wetterlage her mehr erhofft. Ja, das sieht schon besser aus. Ach, wunderbar. Letztes Mal, als ich hier vorbeikam, war noch sommerlich trocken. So, da können die Füße ruhig nass werden. Ich wollte sowieso da im Bach nochmal den Schlamm ausspülen, wenn es denn geht. Das sieht besser aus. Oh, jetzt habe ich mich vertan. Das ist ja die Sackgasse hier. Nee, da habe ich mich verkalkuliert. Naja, bis zur nächsten Einmündung ist nicht weit. Eine Einmündung ist zwar angelegt, aber wo ist der dazugehörige Weg? Ja, ich habe keine Lust, jetzt noch länger an der Straße entlang zu gehen. Dann machen wir uns lieber noch mal die Füße dreckig. Oder nass. Und gehen diagonal. Da ist der Weg. Nennen wir es mal so. Sieht fest aus, ist aber weich. Und hier wird es noch weicher. Trübes Wetter heute. Aber der Weg wird da vorne noch ein bisschen interessanter. Da unten sind wir das letzte Mal hergekommen. Ich würde fast sagen, das umgehen wir. Durchklettern ist da ein bisschen zu dichter Zeug. Das scheint mir den Bruchkanten nachzuurteilen. Vor relativ kurzer Zeit da entwurzelt worden zu sein. Dem Westwind nicht mehr gewachsen. Jetzt wird es wieder besser. Ich dachte zuerst, da wäre gesägt worden, aber nee, das ist Bruchkante. Vielleicht war der auch nicht mehr so ganz fit auf der Hälfte. Wie sollen wir das deuten? Geht das jetzt rechts rum und geradeaus ist Sackgasse? Finden wir es raus. Ja, das sieht so aus. Da geht aber noch ein Weg runter, den wir dann nehmen können. Es sei denn, ja, da ist mal ein Harvester gefahren, aber das ist jetzt nicht in dem Sinn ein Weg, oder? Dann schauen wir mal, wo der hier hingeht. Der Weg sieht interessant aus, denn hier ist schon eine ganze Weile keiner mehr gefahren, wie es scheint. Ja, mit der Trassierung, da hat er mich jetzt gefoppt. Denn das ist nicht wirklich so richtig im Weg. Zumindest nicht befahrbar, aber hier ist eine Spur, die runterführt auf den Weg. Also, sagen wir mal, das ist doch ein Weg, ne? Ja, habe ich mich doch nicht getäuscht. Ja, das war ja ein Glücksfall, dass ich das hier treffe. Das ist ja die reinste Kunstgalerie hier. Im, wenn ich mich nicht schwer irre, Heimbachtal.
Da kamen wir runter. Ja, das haben wir 0 Grad. Ja, das stimmt sogar. Das stimmt sogar heute mit den 0 Grad. So, da die Burg Heimbach. Das hat auch einen Namen. Holzkunstroute. Wunderbar. Ach, das ist aber eine schöne Ententeich hier, ne? Ich wollte eigentlich den Trail nehmen, aber das sieht interessanter aus da hinten. Ach, das ist nur das kurze Stück bis da vorn. Und wie man sieht, ist das nicht so spektakulär, als dass man sich davon abhalten ließe. Ja, auch hier der kleine Trail an der Motte hat eine kleine Verfeinerung erfahren. Wo ist der Durchgang? Wunderbar. Und hier wurde umgangen. Na, hier müssen wir uns mal bücken. Aber der Weg ist zum Glück nicht tot zu kriegen, egal wie viel Zeug sich da drauf legt. Die Leute spazieren weiter hier. Hier sind wir schon gelaufen, da waren die Bäume so klein, wie sich das alles verändert. Da haben wir Stockheim, ja. Meine Fußspuren sind die einzigen hier. Ich bin der Einzige, der die Wege hier diese Woche nochmal angeht. Auf dem Spuren des Karnevalstrails sozusagen. Aber der Harster weiß noch, wo es lang geht. Der Filfo entdeckt eine neue Pflanzenart. Der gemeine Brillenauszieher. Perfekt eingefädelt und die Brille vom Gesicht gerissen. Das hatte ich auch noch nicht. Ja, auf den Trails gibt es immer wieder was Neues zu erleben. Auch hier ist außer mir und dem Hasen noch keiner durchgekommen, wie es scheint. Hier ist ein Weg, ich schwöre. Ja, die Umgehung ist schon was älter, aber ich glaube, die hier ist ein bisschen jünger. Hier hat auch der Has die Spur verloren. Der Weg kommt da raus. Der Filfo kennt sich besser aus als der Hase. Nee. Und hier hat sogar der Hase die Lust verloren. Aber der Filfo denkt doch, dass er den Weg noch findet. Ja, hier ist er wieder. Oh, hier wäre er gewesen. Aha, ist die Ecke da doch ein bisschen arg zugewachsen, dass man nicht mehr so ganz die Wegführung, zumindest im Schnee, erkennt.
aller guten Dinge sind drei. Noch ein Weg, wo ich mit dem Hasen allein unterwegs bin. Warum nutzen die Leute denn ein Wegenetz nicht richtig aus? Knubbeln sich alle auf der Hauptwege. Na gut, hier kommt die etwas rustikale Ecke, wo man ein bisschen die Füße heben muss. Aber es ist kein Grund, den Weg zu verschmähen. Ja, neulich bei der Abendrunde habe ich extra noch nachgemessen, bis zu welcher Körpergröße man noch drunter herkommt. Jetzt ist freigesägt. Jetzt braucht sich keiner mehr bücken. Pfeil nach links. Damit ist das gemeint. Dann machen wir das doch. Ja, in der Richtung ist es angezeichnet. Aber aus der Richtung kommend, wo geht's jetzt weiter? Im Zweifel den rustikaleren, oder? Ja, hier ist auch eine Radspur. Richtig ge... What? Da komme ich aber nur runter ins Tal auf dem breiten Weg, ne? Na gut, folgen wir trotzdem einfach mal der Markierung. Ja, ich bin gar kein Botanist, aber ich würde sagen, allzu lange liegt der noch nicht hier. Aber ab jetzt gefällt mir der Weg nicht mehr, denn der führt mich wieder in die Richtung zurück, aus der ich kam. Und ich wollte eigentlich weiter darum. Radspuren ausgetreten, so falsch kann das hier auch nicht sein. Der kommt mir aber jetzt seltsam bekannt vor. Hier waren wir schon mal. Das geht hier in Serpentinen wesentlich einfacher zu laufen. Und sogar die Serpentinen sind markiert. Hier waren wir vor längerer Zeit schon mal. Damals bin ich dann vielleicht diesen A1er hochgekommen. Heute bin ich oben von dem breiten Weg hier runtergekommen. Andere Zugangsrichtung, andere Perspektive. Ja, einmal bin ich oberhalb im Wald rumexperimentiert. Heute nehmen wir wieder den Hohlweg. Und der lohnt sich. Schöne, viele lockere Steine. Boah, siehste, fast mit passiert. Gucken wir mit der Kamera weg, wa? Und ab hier teilen wir uns den Weg mit dem Bach. Ein Bachlauf halt. Und ich sag doch, hier geht ein Weg rein. Guck, da ist die Trassierung noch zu sehen. Und der endgültige Beweis, hier ist ein Weg. Sort of. Wenn mich mein Orientierunsinn nicht täuscht, kommt davon gleich Querweg. Und der nächste Ort mit Mülltonnen sollte eigentlich auch nicht allzu weit sein. Und wieder ein Weg und da vorne ist der Querweg. Wieder nicht verlaufen, ich lasse nach. Steig. Hier steigt es aber ein bisschen mehr. Gucken wir uns das mal an. Decisions, decisions. Das ist der Originalweg und den hat das hier zu sehr meandert, dass die da abgekürzt haben. Kommt auf selber raus. Die immer sich den steilsten Weg dann suchen, nur um ein paar Meter zu sparen. Serpentin ist doch wesentlich ökonomischer. Warum kommt mir der Weg jetzt irgendwie bekannt vor?
weil ich auf die Wettkampfstrecke vom Hahner Kitzenhauslauf gekommen bin. Linke Hand haben wir breinig und wenn hier Autos fahren, dann ist das, diesmal keine Schleichwege, die haben hier irgendwie geänderte Verkehrsführung, wahrscheinlich weil irgendwo was zu ist. Das sieht nach einer Sackgasse aus, sprich Landstraße, aber ist hier nicht noch ein Weg parallel? Jein. Es könnte einer sein, wenn hier regelmäßig gegangen wird. Ah, es ist ein Weg. Nur ein sehr schwach frequentierter. Ja, wer weiß, wo die hier weitergeritten sind. Aber da vorne ist schon der Parkplatz zu sehen. Den peilen wir an, da kommen wir wieder auf breite Wege. Haben wir den Asphalt umgangen. Frohe Ostern. Aha. Ich dachte, das sollte ein Eichhörnchen sein. Mit dem Schweif. Und da, es sah ein Hase anscheinend. Aber da kann man noch ein bisschen beischnitzen. Das ist ein bisschen abstrakt noch.